Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 1, Kapitel 4. Hundi hat sich einmal umgedreht, die Soldaten sind eingefallen in Kingsbridge. Wir sind jetzt wieder bei Philipp und ja. Was ist hier los? Eine Invasion. Das ist los. Mönche? Philipp? Ich fürchte, diese Soldaten suchen nach deinem Bruder. Er ist eben angekommen. Zwei von ihnen sind ihm in den Kreuzgang gefolgt. Nein, nein, nein. Okay, ich muss ja erst gucken. Kann ich hier irgendwie noch was... Immer so schnell hier so drum... Drumbum. Was geschieht hier? Geh zurück zu deinen Brüdern, Mönch. Wir werden dich noch früh genug befragen. Tja. Sie sagen, sie suchen nach jemandem. Sie haben einige unserer Brüder verhört. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Da, warte. Hier war doch gerade was. Ich hab doch gerade hier... Tür zum Kreuzgang. Der Dingens, der die Aljena heiraten wollte. Wie ist dein Name? Es wäre leichter für uns alle, wenn du einfach mitkommen würdest. Das Baby. Was ist denn mit dem Kind? Ist das deins? Oh mein Gott. Ah. Francis. Ob du willst oder nicht, du kommst jetzt mit uns. Wir haben nach dir gesucht. Was machst du hier? Und wer ist denn das? Ich habe ihn gefunden. Im Wald. Hey! Hey! Wir haben ihn in St. John mit Ziegenmilch gefüttert. Das war die Idee von Johnny Eightpence. Er sagt, er vermisst dich. Er war immer sehr sentimental. Hey! Voll ignoriert. Philipp, du darfst diesen Männern nicht meinen Namen sagen. Okay. Mein Herr Robert von Gloucester glaubt, ich sei in Winchester. Ich gab dem Bischof den Brief. Er sagte, er würde helfen. Gütiger Gott. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich dich mit dem Brief... Was heißt das? Diese Männer gehören zum Bischof. Er ist hier. In Kingsbridge. Der Bischof ist hier? Hey, ihr beiden! Ihr solltet zuhören, wenn man mit euch spricht. Wer seid ihr? Und was ist das für ein Kind? Ist es eures? Habt ihr zwar zusammen ein kleines Baby gemacht? Klar. Bei Gott, ihr seht so komisch aus. Kommt, lasst es mich auch mal halten. Ein Name. Oder beide Namen. Los, ihr beiden. Gebt uns was, womit wir was anfangen können. Das Kind steht unter meinem Schutz. Oh, auf einmal? Schön für dich, Mönch. Wie ist dein Name? Und tu nicht so, als könntest du nicht sprechen. Ich hab euch reden hören. Ich bin Philipp. Philipp von Gwyneth. Hm. Er ist es, den wir suchen, nicht der andere. Was? Mönche, die sehen alle gleich aus. Wir haben dich gesucht. Was? Bischof Walleran will dich sehen. Wieso ich? Was habe ich denn... Wir haben ihn gefunden. Er ist hier. Sagt es dem Bischof. Sie haben den Mönch gefunden. Der Bischof, sagt es dem Bischof. Geh weiter, Mönch. Wir haben alle ein Auge auf dich. Du bist hier sicher. Weil der Vogel ist so durch, ne? Sie sind nur wegen dir hier, also geh. Ich kann gar nicht gehen. Was ist der Mönch? Wegen dem sind wir hier? Sagt es dem Bischof. Amen. Santa Maria Mater Dei. Ich hätte gedacht, er wäre einen Kopf größer. Pro nobis peccatoribus. Santa Maria Mater Dei. Was geht hier vor, Philipp? Der Bischof
Bischof weiß, dass er hier ist. Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt sterben? Philipp. Da seid ihr ja. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Philipp und ich kennen uns bereits. Ihr habt nach mir gesucht, Herr Bischof? Das stimmt. Remigius, Philipp wirkt bedrückt, nicht wahr? Ja, das tut er. Sagt mir, was liegt euch auf dem Herzen? Ich will wissen, warum du mich suchst. Wir waren diese Männer, die nach mir suchten. Soldaten haben die Priorei belagert. Soldaten haben die Priorei belagert. Besetzt? Oh, ich verstehe. Ich bin zu sehr an den Umgang mit Rittern und Adligen gewöhnt. Die Arbeit eines Bischofs. Der Grund, weshalb diese Männer dort draußen sind, ist euer Brief, Philipp. Wie zu vermuten, überzeugte er meine Verbündeten, bald gegen den Grafen von Shireng vorzugehen. Meine Verbündeten haben darauf bestanden, dass ihre Ritter mich begleiten und ihr Sohn, bevor sie dann bald gegen den Grafen zu Felde ziehen. Mhm. Ich verstehe, Herr Bischof. Philipp, ich habe das Gefühl, dass da ein Sturm heraufzieht. Genau hier in Kingsbridge. Und im Auge des Sturms steht ein Mann. Ihr. Verstehe ich nicht. Um euch herum geraten die Dinge in Bewegung. Nicht wahr, Remigius? Ja. Doch eine wichtige Sache habt ihr mir verschwiegen. Verschwiegen? Herr Bischof. Ihr habt mir nicht gesagt, dass ihr zum Prior von Kingsbridge nominiert worden seid. Das ist doch nicht von Belang. Die Brüder hier werden heute ihren neuen Prior wählen, nicht wahr? Die Wahl wird in wenigen Stunden stattfinden, Herr Bischof. Wir brauchen einen starken Prior. James war mein Freund, aber ein starker Prior war er nicht. Wir sind uns in diesen Dingen einig, nicht wahr, Remigius? Natürlich, verehrter Herr Bischof. Der Herr Bischof und ich sind der Meinung, dass du diesen Rosenkranz haben sollst. Prior James Rosenkranz untersuchen. Oh, einmal kurz die Sitzposition wechseln. Er wurde von Subprior Remigius neben dem Fluss gefunden, nahe dem Ort, wo der ehemalige Prior vom Kingsbridge ins Eis eingebrochen zu sein vermutet wird. Bis zum heutigen Tag ist James' Grab nahe der Kathedrale leer. Der eiskalte Wasserstrom wird dem Körper mitgerissen haben. Die Mönche glauben, dass James in den Morgenstunden des ersten Weihnachtstags auf das Eis gejagt worden war. Manche glauben, dass er es der Teufel selbst war. Aber wer kann schon sagen, was passiert ist, denn es war niemand vor Ort in dieser Nacht, bis auf Prior James. Philipp hat den Rosenkranz vom Remigius und Bischof Walleran im Januar 1136 erhalten. Es war ein Zeichen des Wohlwollens und das Vertrauen am Wahltag des neuen Priors von Kingsbridge. Sehr gut. Nun denn, worüber werdet ihr zu uns und unseren erlauchten Gästen reden? In eurer ersten Predigt als neuer Prior von Kingsbridge. Rede über Mut und Veränderung. Rede darüber, dass ein Prior nichts Besseres ist. Über Mut und Veränderung, komm. Ich glaube, worüber ich reden würde, ist... Ich bitte um Vergebung, aber ich verstehe nicht ganz. Die meisten eurer Brüder sind mit mir in dieser Sache einig. Remigius hat mit ihnen geredet. Sie werden für euch stimmen. Und ich auch. Und ich werde dich unterstützen in meinem Amt als Subprior. Toll, da habe ich ja voll Bock Ein drauf. Ein Amt, das ihr in der Vergangenheit wunderbar ausgefüllt habt, Remigius. Herr Bischof. Philipp von Gwyneth.
Ihr werdet der neue Prior von Kingsbridge sein. In Demut stehe ich vor euch. Demutsvoll angesichts eures Vertrauens und angesichts der großen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir müssen Kingsbridge wieder aufbauen, zu Ehren Gottes und um seiner Gnade willen. Die Verzweifelten und die Hoffnungslosen überall sollen unsere Glocken hören. Sie sollen die Türme unserer Kathedrale sehen. Unsere große Kirche wird ein Leuchtfeuer werden. Doch zuallererst werden wir selbst durch unsere Taten und unseren Glauben ein solches Licht sein. Ein Licht für die Verlorenen, die Verletzten und die Leidenden auf ihrem Weg zu Gott. Der Graf von Shivering ist nicht anwesend, wie es scheint. Nein, ist er nicht. Beschämend. Er bereitet wohl seinen Angriff auf Winchester vor. Ich hoffe, er weiß nicht, dass wir seine Pläne vereiteln wollen, Percy. Antworte dem Herrn Bischof, mein Gemahl. Nein, er ahnt überhaupt nichts. Kein bisschen. Meine Männer sind bereit. Unser Sohn auch. Exzellent. Exzellent. Hier bist du. Ist alles in Ordnung? Hatte ich einen Vater? Ja. Jeder hat einen Vater. Was ist mit ihm geschehen? Er starb, bevor du geboren wurdest. Wie kann er mein Vater sein, wenn er starb, bevor ich geboren wurde? Kinder entstehen aus einem Samen. Der Same kommt aus dem Glied des Mannes und wird in die Spalte der Frau gepflanzt. Dann wächst er im Bauch der Frau zum Kind heran. Wenn das Kind fertig ist, kommt es heraus. Ja, komm. Der ist gut. Pflanzt Tom auch einen Samen in dich ein? Vielleicht. Dann wirst du wieder ein Kind bekommen? Ein Brüderchen für dich. Das wäre doch was Schönes, oder nicht? Das macht keinen Unterschied. Tom hat dich mir sowieso schon weggenommen. Niemand wird mich dir wegnehmen. Wie hieß mein Vater denn? Jack, wie du. Die Leute nannten ihn Jack Sherberg. Wenn er auch Jack hieß, dann können mich die Leute Jack Jackson nennen, oder? Das stimmt. Leider kann man sich nicht immer aussuchen, wie man genannt werden möchte. Da kommt mir da. Was ist das? Jack, such die anderen. Versteckt euch und kommt nicht raus, bis ich es euch sage. Boah, diese Fresse, ne? Ich möchte so reinschlagen. Okay, ja, was haben wir getan? Du wurdest zum Prior von Kingsbridge ernannt. Valoran hat deiner Bitte Folge geleistet. Seine Verbündeten, die Hamley... Boah, ich kann die Namen alle... greifen Earcastle an. Der Dieb, den du verraten hast, Bruder Markus, ist aus der Priorei weggelaufen. Gut, kann aber auch was Positives sein. So. Jetzt sind wir bei Kapitel 5. Oder? Doch, Kapitel 5, sag ich doch. Eieieiei. Der Mann in den Flammen. Pflanzt Tom auch seinen Samen in dich? Oh, diese Erklärungen. Am Fluss sind mindestens 200 von ihnen. Wieder Ritter? Welche Farbe haben ihre Mäntel? Es sind keine Ritter, Philipp. Sie sagen, sie können nicht zahlen. Das macht nichts, Bruder Paul. Ich habe ihnen gesagt, dass ihr Zoll anfällt auf der Brücke. Wer ist euer Anführer? Wer kann für euch sprechen? Niemand spricht für uns, Vater. Wir wurden aus allen Dörfern verjagt. Es sind Outlaws. Wir sind keine Outlaws. Wir kommen aus Oldcastle. Man hat unsere Männer getötet. Mein Kind! Sie haben mein Kind getötet! Bei Gott! Wir haben nichts zu essen für euch. Wir haben kaum genug für uns selbst. Wir haben nicht genug zu essen für sie. Wir werden sie trotzdem aufnehmen. Wir werden sie aufnehmen.
Philipp, wir haben nicht genug Platz. Wir werden euch alle aufnehmen. Euch alle. Das muss ja irgendwie zu stemmen sein. Dafür ist doch so ein Kloster da. Ich wünschte, wir hätten mehr für sie. Mehr? Wir haben fast alles weggegeben, was wir haben. Was werden diese armen Leute morgen essen? Bevor sie hierher kamen, hatten sie zu essen. Sie haben gearbeitet. Gewiss können sie das wieder tun. Genau. Es kommt noch mehr. Die Kunde verbreitet sich. Was sollen wir jetzt tun, Philipp? Gebt mir den Rest des Brotes. Aber... Hier, Philipp. Das letzte Brot, das wir haben. Okay. Meine Güte, ist das interessant. Dann helft dabei, die leeren Häuser zu säubern. Und kümmert euch um die Verletzten. Ihr habt unseren Prior gehört, Brüder. Ei, guckt euch das mal an. Aber man kann ja, man kann da ja was raus machen. Hier ist ja genug Platz an sich, ne? Verletzte Menschen, hungrige Frauen und Kinder, Gruppe von Flüchtlingen, Flüchtlinge bei der Mühle. Mehr habe ich nicht, ne? Okay, dann erstmal verletzte Menschen. Es waren die Hermleys. Ihr scheußlicher Sohn wollte unsere junge Lady heiraten. Wenn es auf dieser Welt Gerechtigkeit gibt, wird der König sie bestrafen. Okay, dann haben wir nochmal hungrige Frauen und Kinder und Flüchtlinge bei der Mühle. Gruppe von Flüchtlingen, okay. Achso, Kinder ohne Eltern. Oh, ja, dann ist für mich das aber klar, wer hier was zu essen kriegt. Kinder ohne Eltern kriegen auf jeden Fall was zu essen. Die Kinder sind ganz allein. Nicht eines von ihnen weint. Kinder, hier ist was zu essen. Bitte, nehmt es. Ihr müsst essen. Hier, ich lege es hier hin. Esst, wenn ihr hungrig seid. So, dann die hungrige Frauen und Kinder. Womit haben wir das verdient? Warum hat Gott uns verlassen? Er hat euch nicht verlassen. Aber unsere Kinder sind krank. Unsere Männer sind tot. Hier ist Brot für deine Kinder. Das ist nicht genug. Er hat mehr Brot. Ich habe es gesehen. Bitte, unsere Kinder hungern. Gebt uns Brot für unsere Kinder. Was will sie denn, ey? Flüchtlinge bei der Mühle? Danke, Vater, für eure Güte. Ich weiß, ihr könnt nicht mehr für uns tun. Und Gruppe von Flüchtlingen. Graf Bartholomäus war ein guter Mensch, wie sie ihn erniedrigt haben. Vor seinen Kindern. Wie schrecklich. Er wird kommen und uns helfen. Nein, Mary. Sie werden ihn hängen. Aber warum? Sterbender Mann mit Kind. Nicht bewegen, Pa. Ich kann arbeiten. Ich habe immer gearbeitet. Bitte, lasst uns bleiben. Was ist das, Pa? Dein Bein ist ganz schwarz geworden. Ich habe meinen Kindern gezeigt, wie man Körbe und Seile macht. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich laufe nicht fort. Achso, ich könnte fortlaufen. Okay, gut zu wissen. Ja. Ich gebe das Brot denen. Hab Dank, wir werden damit auskommen, solange es nur geht. Vater, ich war Bauer in Earl's Castle. Ich könnte euch helfen. Ich kann arbeiten. Gott segne dich. Bitte, gebt den Leuten dort etwas. Wir haben nichts. Warum ist das geschehen? Womit haben unsere Kinder verdient? Werden in dieser Kälte Pa, erfrieren. Pa. Bitte, lasst uns bleiben. Wir können arbeiten. Philipps Notizen zu den Flüchtlingen.
Philipps Notizen zu den Flüchtlingen in Kingsbridge vom Januar 1136. Ich saß bei den Flüchtlingen, die in unserer Priorei einen Unterschlupf gesucht haben. Sie haben mit furchterregenden Geschichten erzählt. Aus politischer Sicht war die Eroberung von Earl Castle ein strategischer Zug, um König Stefan zu unterstützen. Aber für diese Männer, Frauen und Kinder war es eine große Tragödie. Sie haben mir von William Hamley und drei weiteren Reitern erzählt, die eine Armee von Rittern angeführt haben. Sie zertrampelten jene, die am Boden lagen, setzten ihre Häuser in Flammen und triezten sie mit dem Befehl, sie sollen noch lauter schreien. Die Bürger flüchteten ohne Hab und Gut oder einem Ziel im Blick. Allein darüber zu hören, ließ mich erschaudern. Hätten wir uns nicht eingemischt, wäre all dies nicht passiert. Ja. Ach, das Baby, stimmt. Philipp, wir haben nicht mehr genug Platz. Habt ihr getan, was ich euch gesagt habe? Wir haben die Häuser gesäubert und Feuer gemacht. Alle Häuser sind belegt. Unsere Brüder behandeln die Kranken und Verletzten. Es gibt noch Platz im Gästehaus und im Dormitorium. Morgen werden wir die Kathedrale öffnen. Wir brauchen jeden Raum, den wir kriegen können. Prior Philipp? Ach, der, ja. Dingens. Ich heiße Tom und bin Baumeister. Ich würde gern euer Nordwestturm wieder aufbauen. Lieber Gott, Sie sehen wirklich übel aus. Sie haben sicher seit Tagen nichts gegessen. Es kommen immer mehr von denen. Ich habe an der Kathedrale in Salisbury gearbeitet. Mein letzter Dienstherr war der Graf von Shiring selbst. Ich bin ein guter Handwerker. Wenn euer Turm einstürzt, könnte er Teile des Hauptschiffs zerstören. Stellt mich ein und ich baue ihn wieder auf. Seht ihr nicht, wie viele hier in Not sind? Sie brauchen Hilfe, genau wie ihr. Sie hatten alle einen Beruf. Sie wollen alle arbeiten. Dieses Kind. Ihr zieht ein Kind auf? Mein Bruder hat den kleinen Jonathan im Wald gefunden und ihn hergebracht. Der arme Junge wäre erfroren. Aber Gott war gnädig und er wurde gefunden. Jonathan. Es tut mir leid, aber alles, was ich euch bieten kann, ist ein Platz zum Schlafen. Ich nehme euer Angebot an, aber ich würde mir die Herberge bei euch lieber verdienen. Wir sind nicht gekommen, um zu betteln. Dann bitte Gott darum. Das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Falls ihr wisst, was das ist. Weißt du noch, was ich über die Güte von Mönchen gesagt habe? Bitte Gott. Das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Ich werde beten. Ich bete, dass ein Blitz die Kirche trifft und sie niederbrennt. Ich frage mich, ob sie sich meinetwegen geweigert haben, dir Arbeit zu geben. Warum kann Tom die Kirche nicht reparieren? Weil diese Mönche so lange am Geld kleben, wie sie können. Sie sind zu blind, um zu sehen, dass ihre Kirche bald einstürzen könnte. Wenn sie es doch nur tun würde, dann hätte ich ein Leben lang Arbeit. Ja. Aber nein, sie glauben, beten könne ihre Kirche vor dem Zusammenbruch bewahren. Wo ist denn Alfred? Kennen die dich? Ich habe mal hier in der Nähe gelebt. Es wäre möglich, dass sie sich an mich erinnern. Vielleicht ändert der Mönch ja noch seine Meinung. Der war ganz nett. Wohl kaum. Ich habe es an seinem Blick gesehen. Der ist engstirnig. Kann ich mich etwas umsehen? Ja, aber geh nicht so weit weg und nimm dich in Acht vor den Mönchen. Wo ist Alfred? Ich habe dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Kind? Ja, Mönche sind eine Plage, aber sie geben aufeinander Acht. Du meinst, er wird als Mönch aufwachsen? Ja. Ja, es gibt wohl Schlimmeres, als in Gottes Nähe aufzuwachsen. Jonathan. Sie haben ihn Jonathan genannt. Das Geschenk Gottes. Jonathan? Wenn ich ihn nur im Arm halten könnte. Ich weiß, wie du dich fühlst. Doch du musst vorsichtig sein, Tom. Die dürfen nie auf... Dass du sein Vater bist. Ja? Oh. Hallo. Ich fürchte, es ist nichts zu essen mehr da. Wer ist das? Der Junge vom Steinmetz. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Komm morgen wieder, ja?
können kaum schlafen. Wenigstens müssen sie sich nicht um ein Baby kümmern. Alles ist verschlossen. Dann gucken wir mal, wo wir hier so durchkommen können. Das ist auch zu. Ein alter Mönch, meine ich. Ich bin kein Geist, kleiner Rotschopf. Auch wenn ich schon mit einem Fuß im Grab stehe. Wenn du zuerst stirbst, begrab ich dich. Ich bin nämlich der Totengräber hier. Ich werde dir ein schönes Grab schaufeln. Du wirst es mögen, aber du musst mir auch eins schaufeln, wenn meine Zeit gekommen ist. Einverstanden? Das ist gut. Gut, du darfst keine Angst vor dem Tod haben. Er ist nicht das Ende. Danach kommt noch etwas. Das ist das Geheimnis. Darum geht es bei all dem hier. Verstehst du? Ich habe auch keine Angst davor zu sterben. Aber ich habe Angst davor, wenn jemand stirbt, den ich liebe. Jetzt fall schon um. Los, fall um. Hier ist nichts. Da ist noch ein Pony. Wir können zum Pony gehen. Haus des Priors. Hätte mich auch gewundert, ist ja alles zu. Da ist noch ein Mönch. Wer bist du? Ah, du bist einer von den Flüchtlingen aus Earls Castle, was? Hast du gesehen, wie sie Menschen getötet haben? Das könnte ich bestimmt nicht ertragen. Wir Mönche töten keine Menschen. Er tritt erstmal vor. Vielleicht war es Bruder Markus. Vielleicht stiehlt er wieder Essen. Nein, nach der Prügel, die er bezogen hat, wird er nie mehr zurückkommen. Was, wenn es wirklich Prior James ist? James ist tot. Er liegt noch im Fluss. Wir konnten ihn nicht begraben. Könnte das sein? Dass er das ist? Philipp meint, Prior James hätte keinen Selbstmord begangen. Also kann er es doch nicht gewesen sein. Aber ich habe was gesehen. Ganz sicher. Es gibt Dinge tief in den Wäldern, in den Bächen, den Felsen. Viele Bauern bringen ihnen Opfer dar. Das ist nicht gut. Das müssen Dämonen sein. Ein Engel würde sich nicht im Wald verstecken. Was für eine Logik. Okay, dann ab zum Kreuzgang. Ich werde meine Meinung in dieser Sache nicht ändern. Wir werden Ihnen helfen. Ihnen allen. Remigius, willst du wirklich diese Menschen dem Tod anheimgeben? Wir sollten uns von der Welt fernhalten, Vater. Gott soll das entscheiden, nicht wir. Wir werden Ihnen helfen. Es ist unsere Pflicht. Netter Mönch. Hey, was machst du hier? Oh. Remigius hat recht. Das hier ist kein Ort für Kinder. Jetzt erinnere ich mich an sie. Hm? Was? Wovon sprichst du? Diese Frau. Sie kam mit dem Baumeister. Ja? Sie ist kein Flüchtling. Was meinst du? Sie ist ein Outlaw. Sie war früher schon mal hier. Prior James hat mich vor ihr gewarnt. Sie ist nicht aus Earls Castle. Sie kommt aus dem Wald. Aber ihr Mann? Ich bezweifle, dass sie verheiratet sind. Junger Mann. Okay.
Bist du nicht der Sohn des Baumeisters? Wie ist dein Name? Jack Bilder, ja, komm. Jack Bilder. Siehst du, er ist Tom Bilders Sohn. Nun denn, du darfst gehen, Jack. Wir mussten ja jetzt irgendwie unsere Mutter schützen. Ein seltsames Kind. Und so verdächtig wie seine Mutter. Ist man sich seiner nicht sicher, so soll man doch immer an das Gute im Menschen glauben. Gemeiner Mönch, netter Mönch. Wisst ihr, was sie sind? Unzüchtige, das sind sie. Diese Frau sollte aus Kingsbridge verbannt werden. So, ich muss jetzt aber Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.